So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Spitzenspiel, wie ihr seht, gegen die Löwen. Es geht um Tabellenführung erobern, Tabellenführung ausbauen oder Abstand halten. Das gibt drei Optionen. Und die Schütze wäre für mich, wenn wir die Tabellenführung erobern würden. Aber jetzt geht's erstmal gegen die Löwen auswärts und dann geht's noch auswärts nach Hoffenheim zum DFB-Pokal. Naja, gut, dann gibt's Dortmund 2. Okay, gehen wir rein in die Pressekonferenz. Wir beginnen jetzt mit der Pressekonferenz. Gibt es Fragen? So. Wir haben einen super Kader. So, warum nicht? Du hast gerechnet gegen sein Ex-Team. Voll aufs Sieg geben. Danke für Ihre Fragen. Das war es für heute. Bis zur nächsten Pressekonferenz. Ja, wollen wir das für heute? 3 Punkte mitnehmen. Auf geht's. So, wir müssen leider ein bisschen umbauen. Das war. Ist halt das Problem. Bei 60 versuche ich mal auf eine Variante zu gehen. Ich muss ja den Verteidiger bringen. Schwarz habe ich den nicht unten gehabt. Da ist er auch schon. So, Schwarz wird reingehen. Reinrutschen. Und da will noch mal ein Mittelfeldspieler was probieren. Gut, wenn der will, dass er Monoval spielt, dann spielen wir mal. Lassen wir mal heute rein und gucken, was er auf die Reihe kriegt. Warte mal, ich muss mal eigentlich gerne einen Stürmer reinbringen. Ich will noch einen Spieler reinbringen, Eckloff. Na dann, rein ins Match. Topspiel 60 gegen Bayreuth, bayerisches Derby. Natürlich, klar, auch. Reden brauche ich nicht. Auf geht's. Der Erste gegen den Zweiten. Beide wollen natürlich heute gewinnen, wollen sich da oben festsetzen. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Könnte ein Riesenspiel werden. Das wird fantastisch, da habe ich keine Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Auf geht's. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Spitzenreiter oder weiter Abstand oder Punkt. Egal. Oder. Ist egal. Mal gucken. Ein Punkt Rückstand haben wir auf die Spitze. Wir müssen gewinnen, um Tabellenführer zu werden. Oder. Ja, zumindest einen Punkt holen. Mal gucken. Pass wird abgefangen. Ich hätte auf langen Pass spielen müssen. Das ist nicht die richtige Runde gewesen. Außen bietet sich 1860 jetzt durchaus die Chance. Ja, Perry. Das ist abseits und wir müssen schon sagen, ein
vermeidbares Abseits. Ja, das haben sie sich selber eingebrockt. Da müssen sie natürlich warten, bevor sie... Ja, Mogala, unser Innenverteidiger, unser junge 17-jähriger Innenverteidiger, fehlt natürlich. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Der ist in Ex-Club. Das kann man nicht anders sagen. Trifft in der Liga, wie er will. Bekommt auch immer wieder seine Chancen. Dir, und das ist entscheidend, dann auch wirklich im Stile eines Torjägers, eines Weltklasse-Mannes, nutzt. Kein Problem, den hat er. Das ist Situation, erste Situation nutzt die 60er. So, jetzt die kurze Variante. Und jetzt sie? Nein. Da passt er auf. Schiri, das war halt war kein. Nein, das war nichts. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Ich mache gerade so ein bisschen mehr Druck, als ich das mir eigentlich so ein bisschen vorgestellt hatte. Ganz hartes Einsteigen. Könnte Platzverweis geben. Gib Rot. Komm, Schiri. Das Spiel ist so ausgeglichen. Jetzt mal 17. gucken, Minute. Inwieweit dieser Platzverweis in den Spielverlauf eingreift. Völlig korrekt, Wolf. Bisher gab es hier kein überlegenes Team. Und das ist natürlich jetzt die große Chance das für die große Mannschaft in Überzahl. Ah. Da kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Marcel Bär. Ja, guter Pass. Spielt den Ball in den freien Raum. Herrlich. Ja, das klasse ist Aktion, so Ball ist weg. Jetzt haben wir vielleicht die Möglichkeit, dass wir ein bisschen Luft kriegen. Abseits angezeigt hier. Oh, hm. Wow, okay. Marcel Bär. Exzellentes Zweikampfverhalten. Geht mit Einwurf weiter. 60 bleibt natürlich weiterhin gefährlich. Zu nachlässig, unnötiger Ballverlust. Das ist ein bisschen zu einfach. Daniel Wein. Fängt diesen Ball ab. Jetzt mal mit ein bisschen jetzt Power. Ist der Platz da. Der muss da drin sein. Yes. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Aktuell sind wir Spitzenreiter. Kurze Distanz, da steht der Gold richtig und das ist dann kein Problem. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. So, Führung, ein Mann mehr. Chance oder? Daniel Wein. Fluch. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Die Gäste haben hier die schlechteren Ballbesitzwerte. Moment, jetzt liegt was in der Luft. Riesenparade, verhindert hier das Gegentor. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich eine hundertprozentige. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Flanke jetzt. Ah, die Flanke erstmal gut zugemacht. Ich muss ein bisschen... Philipp Stein. Ja, nur machen wir das Lautcheck. Ich habe schon fast gehört, was ich so viel hier machen wollte. Ball geht zurück. Ja, gute Idee. Klasse gemacht vom Verteidiger. Okay. Was für eine Chance. Kein Tor. Und sie ärgern sich, denn damit hätten sie hier die Führung verdoppeln können. Ja klar, sie führen. Läuft eigentlich alles, aber den hätten sie gerne mitgenommen. Ja, das ist, glaube ich, das 1-0. Das hat gerade so ein bisschen das Spiel auf den Kopf gestellt, also die Situation auf dem Platz. Daniel Wein. Bis dahin war 60 meiner Meinung nach auch die bessere Mannschaft, aber... Marcel Bär. Naja, mal schauen. Und angezeigt jetzt eine Minute nach Spielzeit. Das war jetzt einfach und das zu und kontrolliert abgeschlossen. Die Kugel geht deutlich übers Gehäuse. Also. Und mit diesem Pausenpfiff ist der erste Durchgang in dieser Partie beendet.
Und das Spiel läuft. So. Gut. Immer die zweite Halbzeit. Und jetzt geht's hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Weil ich das noch so ein Spiel, wo du nicht sagen kannst, du kannst ja mal ein bisschen rotieren, weil danach das Pokal gegen Hoffenheim kommt. Nee, nee. Da schießt er! Er kommt an den Ball. Das ist ein Spitzenspiel. Das geht ja. Klasse gemacht! Da hat er gar nichts abbleiben lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen sieht. Ja, so er ist da bei der Ecke. Sehr gut. Spieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Ah. Klasse Tackling. Gut aufgepasst da. Sie machen schon sehr früh Druck. Sterner ist kein Abschluss, war da noch einer drin? Ja, das da fehlt so da einfach. Einiges zum Torerfolg. Das war ein bisschen verzogen. Also die Situation, die Chance auf das 2-0 ist da. Bitch. Daniel Wein. Wieder. Marcel Bär. Ja, heute hat er noch nicht so viel gezeigt, aber das. Meiner Meinung nach, das kann doch so bleiben. Aber, muss so langsam aber es kann ja noch werden. Weiter dieses Dribbling. Da, mit viel Übersicht. Ja. Ja, wartet einen Moment. Er macht sich lang und kann das Gegentor verhindern. Ecke, das ist die Chance zum Ausgleich. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgleich. Gute Idee, zweimal zwei gute. Ja, schön, weil. Jetzt können sie draußen kommen. Gar nichts. Gefährlich jetzt. Yes. Sie machen das Tor und jetzt führen sie hier also mit 2. So kann man auch kontern. Schaut uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Dann einfach rein. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. Yes. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Sein 5. Saisontor mittlerweile. Hollenberger. Ball kommt rein. War ein guter und Ball. Das ist fast die Entscheidung. Da lässt er überhaupt nichts anbrennen. Da können Sie sich bei ihm bedanken. Jetzt kommt der Wechsel. So, Ecke kommt. Die Szene geht weiter. Kein guter Befreiungsschlag. Ja, versuchen wir es nochmal. Da hat er klasse gearbeitet. Zu einfach. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber. Aber wo bleiben die Chancen? Sie ja, so. Schaffen es nicht, sich Möglichkeiten zu erarbeiten. Und dann darfst du dich über einen Rückstand nicht wundern. Oh. Ah, Moment, jetzt knallt es gleich. Gehalten, stark gemacht. Die Kings momentan nicht so auf den Scheider. Also das 3-0 ist dann die Entscheidung. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Viel Platz für den Konter jetzt. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Nicht ungefährlich, Steilpass. Hollenberger. Die Chance jetzt. Das müsste es gewesen sein. Da ist das Tor. Führung ist deutlich. Führung ist hoch. Ist einfach ein souveräner Auftritt. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein schnauzig. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. So, jetzt kommt Meier.
Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Also wir sind auf jeden Fall Spitzenreiter, das ist klar, wir haben das direkte Duell gewonnen. Marcel Bär, klasse ausgetrickst. Zu einfach. Gut verteidigt, die Hereingabe abgeblockt. Viel Einsatz. Sterne mit Tempo. Der kann doch locker vorbei da gemacht, ne? Nimmt das Tempo mit. Ganz energisch. Den Verlag, den Verteidiger. Was für eine Chance. Und sie liegen vorne, George hat das Vierte machen müssen. Weitere Chancen heraus. Die hier war ganz eng. Sie wechseln also aus. So, dann nehme ich jetzt noch einen weiteren Spieler raus. Wenn ich heute noch wechseln darf. Nee. Schade. Ich dachte, ich hätte mal einen Wechsel ziehen. Ja, dritte Periode. Naja, ich hätte noch 2 Wechsel machen müssen. Nee, ich hätte ziehen müssen. Also jetzt darf ich nicht mehr wechseln. Daniel Wein. Schade. Marcel Bär. Das sieht vielversprechend aus. Es ist abseits. Und mit diesem Schlusspfiff war es das für heute. Das Spiel ist aus. Der Sieg steht damit also fest. Ja, wieder mal sind sie nicht aufzuhalten. Sie machen ihre Tore, wie wir das von ihnen kennen. Sind ohnehin die Mannschaft mit dem besten Sturm deutlich zu erkennen. Tore, Treffer ohne Ende. Und dann kommt so ein Sieg dabei raus. Ja, mit viel Übersicht. Er macht sich lang und kann das Gegentor verhindern. Ecke, das ist die Chance zum Ausgleich. Gefährlich jetzt. Sie machen das Tor und jetzt führen sie hier also mit 2. So, genau was. Völlig verdienter Auswärtssieg. Das also wurde eigentlich klar, statistisch gesehen, was sich bei Besitzstatistik angeht, die schlechtere Mannschaft. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Und sollten Sie. Der wird jetzt klar, die Mannschaft zurückkommt. Das ist gut, wir haben 12 Stürmer da vorne, die ein bisschen was machen können. 2 unterschiedliche Statistiken. Noch nicht. Wir haben zwar jetzt 9 Spieler von 8 Sieger, 1 Unentschieden. Ja, recht aus Pokal mit dazu. Und jetzt haben wir das nächste Gegner Hoffenheim auswärts in der Liga. Danke, dass Sie bei uns waren. Pokal. Das wird eine harte Probe werden. Und das schauen wir uns dann, liebe Leute, in der nächsten Folge an. Bis dahin und ciao.